Mall of Shame, pay the workers. Das skandierten Ende April die Teilnehmenden einer Kundgebung der FAO vor der Mall of Berlin in Berlin-Mitte. Sie demonstrierten gegen die miesen Arbeitsbedingungen beim Bau des Einkaufszentrums. Zur Eröffnung 2014 wurde bekannt, dass beim Bau der Mall hunderte rumänische Arbeiter für lediglich 6 Euro die Stunde beschäftigt wurden. Als der Bau fertiggestellt war, wurden viele von ihnen um ihren Lohn geprellt. Einige der betroffenen Arbeiter protestierten dagegen, indem sie sich der Gewerkschaft FAU Berlin anschlossen, der Freien Arbeiter- und Arbeiterinnenunion. Sie kämpfen seither für ihre ausstehenden Löhne. Mittlerweile wurden einige Löhne zwar ausgezahlt, doch es stehen noch immer Lohnzahlungen aus. Seit diesem Jahr klagt die FAU deshalb gegen die Verantwortlichen des Baus. Ende April, anlässlich des Aktionstages Migration und Arbeit, rief die FAU Berlin deshalb zum Protest vor dem Mall of Shame auf. Mit der Kundgebung wollen wir ein Zeichen der Solidarität mit migrantischen Arbeitern und Arbeiterinnen setzen. Die Mall of Shame eignet sich als Ort, da das Wohn- und Einkaufszentrum durch den Kampf einiger Bauarbeiter zum Symbol der Ausbeutung migrantischer Arbeitskräfte wurde. Der Kampf um die Löhne der Arbeiter der Mall of Shame ist einer der bekanntesten Arbeitskämpfe, die die kleine Gewerkschaft FAU derzeit führt. Die Gewerkschaft setzt sich für Arbeitskämpfe in Branchen ein, die von anderen DGB-Gewerkschaften nicht abgedeckt werden. So unterstützt die FAU etwa migrantische Arbeitskämpfe. Sie ist besonders im Minijob-Bereich aktiv und führt individuelle Kämpfe gegen Unternehmen, die einzelnen Arbeitern und Arbeiterinnen ihre Rechte verwehren. Als Organisation von Lohnabhängigen kämpft sie für die Verbesserung aller Lebensbedingungen. Und das bereits seit 40 Jahren. Die FAU ist eine internationale Organisation. Sie versteht sich als anarcho-syndikalistische Gewerkschaftsbewegung. Gegründet wurde sie in dem Jahr 1977 nach dem Tode Francos, maßgeblich von spanischen Anarchisten, die in der Tradition der in Spanien populären Gewerkschaftsbewegung Anarcho-Syndikalismus standen. Ihrer Idee nach sollten sich die Beschäftigten selbst verwalten. Dass die Anfänge dieser Art der gewerkschaftlichen Organisierung sich bereits Ende des 19. Jahrhunderts finden lassen, darauf verweist ein Mitglied des FAU-Syndikats in Halle. Ursprünge sind wirklich Ende des 19. Jahrhunderts. Die Industrialisierung schreitet immer weiter voran. Es gibt ein Proletariat, was wirklich in den untersten Schichten lebt, in Mietskasernen, in Baracken, je nachdem, wo sie halt leben. Dieses Proletariat fängt sich halt an zu organisieren und da bietet halt der Syndikalismus als eine Form des föderalen Gewerkschaftsidee halt mit einer Prinzip von unten nach oben Aufbau und weiterhin bricht sich halt zu diesem Syndikalismus ein politisches Verständnis und zwar das Verständnis des Anarchismus in dem Form vom Klassenkampf und oben von unten. Diese beiden Formen von Anarchismus und Syndikalismus zusammen bilden den Anarcho-Syndikalismus. Der bekannteste Vertreter oder geschichtlich bekannteste Organisation ist ja die spannende CNT. Die hatte ja zeitweise 2 Millionen Mitglieder. Bei uns im deutschsprachigen Raum ist das wesentlich kleiner geblieben. Also da gab es von 1918 bis 1933 gab es die Freie Arbeiterunion Deutschland. Diese anarcho-syndikalistische Gewerkschaft erreichte zu Spitzenzeiten etwa 150.000 Mitglieder. Manche Quellen sagen auch in Spitzenzeiten die von 200.000. Ist im Verhältnis nicht sehr groß gewesen, aber halt nicht unbedeutend in der Geschichte. Gerade in Zeiten des Kapp-Putsches war sie sehr bedeutend halt in der Organisation des Widerstandes in der Freien Ruhrrepublik. Die darauffolgende Zeit des Nationalsozialismus stellte auch für die FAUD eine Zäsur dar. Sie ist dem gleichen Druck zum Opfer gefallen wie die anderen Gewerkschaften. In der Vorahnung, was den Gewerkschaften unter den Nationalsozialisten drohen wird, löste sich die FAUD 1933 noch vor der Machtübernahme der Nazis selbst auf. Sie agierte bis 1938 im Untergrund weiter. Von dort aus leistete sie Widerstand gegen das NS-Regime. Sie ließ etwa Flugblätter im Ausland drucken. 1938 wurde die FAUD dann endgültig zerschlagen. In der Nachkriegszeit gab es zwar Versuche von ehemaligen Mitgliedern, sich wieder zu reorganisieren, doch die Erfahrungen aus den 30er Jahren waren noch allzu präsent. Erst ab 1977 sollte es wieder eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaftsbewegung in Deutschland geben. 1977 kommen dann halt Leute zusammen aus den anarchistischen Gruppen, Einzelpersonen bundesweit, die sich gemeinsam organisieren wollen. Und das findet halt statt mit einem ersten bundesweiten Treffen am 14. Februar 1977. Und das ist das erste Treffen für die FAU. Im Treffen hieß damals Treffen zur Neugründung der FAUD. Das war das erste Treffen 1977. Im Oktober 1977 findet dann der erste Gründungskongress statt. Und hier beschließt man halt, dass man sich umbenennt in Initiative Freier Arbeiterunion.
Bei diesem Kongress 1977 waren etwa 50 Menschen anwesend. Dieser Kongress war die Geburtsstunde der heutigen FAU, der Freien Arbeiter- und Arbeiterinnenunion. Die FAU ist eine Dachorganisation. Sie gliedert sich heute in über 50 einzelne unabhängige Gruppen, sogenannte Syndikate. Von dort aus werden die eigentlichen Arbeitskämpfe geführt. Das gemeinsame Syndikat in Halle und Leipzig zählt mittlerweile fast 40 Mitglieder. Die Unabhängigkeit dieser Syndikate ist ein zentrales Element des Anarchosyndikalismus der FAU. Also das Allerwichtigste in der FAU ist natürlich das lokale Syndikat. Das lokale Syndikat ist autonom und entscheidet alles frei und unabhängig von den anderen Syndikaten, die sich auch lokal in anderen Städten, anderen Orten formieren und dort selbst organisieren. Aber um uns gegenseitig zu unterstützen, gibt es auch eine regionale Föderation und eine Föderation, die bundesweit agiert. Um sich dort zu organisieren, werden ein-, zweimal im Jahr werden Treffen veranstaltet, zu denen Delegierten aus den Syndikaten geschickt werden, die dann über die Belange der Region bzw. der Bundesföderation entscheiden, die dortigen Gelder verwalten, die punktuell in einzelne Syndikate pumpen, um dort solidarische Arbeit zu leisten, um dort Arbeitskämpfe zu unterstützen oder Kulturveranstaltungen. Ja, das ist in etwa die Föderation. In dieser Föderation sind inzwischen 700 bis 800 FAU-Mitglieder aktiv. Damit ist die FAU im Vergleich eine sehr kleine Gewerkschaft. Doch eine Mitgliedschaft in der FAU unterscheidet sich wesentlich von der in anderen Gewerkschaften. Denn die FAU kennt keine Führungspersonen, keine Hierarchien. Die Freie Arbeiter- und Arbeiterinnenunion setzt auf die Selbstorganisation ihrer Mitglieder. Alle, die in der FAU organisiert sind, sollen sich an der Veränderung und Verbesserung der Arbeits- und Lebensverhältnisse beteiligen. Der Idee nach kann ein besseres Leben für alle nur über die Sphäre der Lohnarbeit erreicht werden, denn in der Sphäre der Lohnarbeit entsteht das Kapital, was dann letztendlich den ganzen Lebensprozess der Gesellschaft besetzt. Die Abschaffung des Kapitalismus ist das Ideal, nach dem die FAU strebt. Ihre Waffe dagegen ist die Selbstorganisierung der Arbeiter und Arbeiterinnen, die sich gegen die Unterdrückung in Betrieben zur Wehr setzen sollen. Es gibt sehr, sehr viele Formen von Unterdrückung. Das Arbeitsverhältnis ist eines davon, in dem jemand einfach dir sagt, was du zu tun hast und was du zu lassen hast und wann du es zu tun hast. Und wenn du es ihrer Meinung nach nicht gut genug machst, auf einmal ohne Job, ohne Geld dastehst, ohne Mittel, aufgeschmissen bist. Und das ist ein Unterdrückungs- oder Herrschaftsverhältnis, dem man sehr, sehr schlecht entkommen kann. Die Arbeit ist auch gerade im Westen oder vielleicht sogar in der ganzen Welt auch das Modell, an dem sich diese ganze Gesellschaft ausrichtet, wo gesagt wird, das ist sozusagen das Allerwichtigste, wonach die ganze Gesellschaft organisiert wird, nach der Wirtschaft. Und dementsprechend ist es für mich ein ganz besonders wichtiger Punkt, da anzusetzen, um mich da partiell einfach freizumachen, nicht alleine zu sein davon, weil alleine machen sie uns halt einfach klein. Und sich mit Gleichgesinnten zu treffen, die einen unterstützen können und die man auch unterstützen kann und da tatsächlich ganz praktisch Solidarität erleben kann im Syndikat, wo man nicht einfach nur darüber redet, dass anderen es furchtbar, furchtbar schlecht geht, sondern indem man tatsächlich Stück für Stück versucht zu lernen, sich selber davon freizumachen, selbstbestimmt daran zu gehen. Das sagt ein Mitglied der FAU-Sektion Halle. Selbstbestimmt an Arbeit herangehen, wie kann das aussehen? Wenn es nach der Freien Arbeiter- und Arbeiterinnenunion geht, dann liegt der Schlüssel zur Veränderung in der Aneignung von Betrieben und Produktionsmitteln. Der wesentliche Punkt ist ja eigentlich, wenn man unsere jetzige Gesellschaftssituation nimmt. Wir haben immer Chef, wir haben immer Leute, die halt sagen, was du zu tun hast, was du zu machen hast. Wir in der FAU, wir sind ja selbstverwaltet, selbstbestimmt, wir organisieren uns selber. Das heißt, jeder ist selber gefordert, sich in seinen Alltag, Arbeitsprozess, in seinen Aufgaben im Sinne halt des Syndikats zu organisieren. Und dieser Punkt der Selbstorganisation führt halt dazu, dass man dann in Betrieben auch in den Punkt kommt, aha, Moment, wir können uns ja alle selber organisieren, wir brauchen hier bei unserem Chef nicht mehr. Und so kommen wir dann langsam, diese Selbstverwaltung, kommen wir langsam zu dieser Gesellschaft, die ohne Chef, ohne Staat, weil die Leute sich selbst organisieren können und die Gewerkschaft bildet dabei halt eine Plattform. Es gab dann in der Geschichte dann einfach die Eisenbahner in Spanien, die sie zum Beispiel selber verwaltet haben. Und das beste Beispiel ist ja noch, was ich mal ganz gerne ranziehe für sowas, die Madrider Verkehrsbetriebe, die haben sich dann 36 auch selbst verwaltet. Und das ist das erste Mal in der Geschichte der Madrider Verkehrsbetriebe gewesen, dass die schwarze Zahlen geschrieben haben. Warum? Weil die keine Chefs mehr hatten, da halt das Geld gespart haben und konnten halt die Löhne erhöhen oder neues Material kaufen. Also die Selbstverwaltung ist schon ein ganz großer Schritt und die Gewerkschaft bietet halt die Plattform dafür. Feindliche Stürme, tosende Luft, drohende Wolken, verdunkeln das Licht. Mag uns auch Tod und Gefängnis erwarten, gegen den Klassenfeind ruft uns die Pflicht. Für Freiheit und Gleichheit, Geschwisterlichkeit steht auf unseren Fahnen schwarz und rot.
die Fahnen des Sieges der Menschheitsbefreiung. Klaus der Geiger schrieb diese mehr oder weniger inoffizielle Hymne der FAU. Er ist selbst auch Mitglied in einer kulturellen Sektion der FAU. Die Selbstorganisation von Arbeitern, die Übernahme von Betrieben und damit die Aneignung der Produktionsmittel. Das ist das hehre Ziel, dem die FAU entgegenstrebt. Doch ihr Einfluss auf die Gesamtheit der Arbeitsverhältnisse ist überschaubar. Große Streikbewegungen und Branchentarifvereinbarungen treffen noch immer die etablierten DGB-Gewerkschaften oder starke Spartengewerkschaften. So manche Gewerkschaftsfunktionäre und politische Akteure lehnen die FAU als Partner regelrecht ab. Sie betrachten die FAU als radikale linke Organisation statt als gleichgestellte Gewerkschaft. Politisch gleichgestellt ist die FAU den anderen Gewerkschaften gegenüber tatsächlich nicht. 2009 sprach das Berliner Landesarbeitsgericht der FAU die Berechtigung, Tarifverträge abzuschließen, ab. Die FAU sei von zu geringer Größe und sozialer Wirkmacht, so lautete die Begründung. Laut dem Tarifvertragsgesetz ist die FAU demnach keine Gewerkschaft. Diesem Urteil vorausging ein Tarifkonflikt um das Kino Babylon in Berlin. Die FAU rief damals öffentlich zum Boykott des Kinos auf, als Mittel des Arbeitskampfes. Das ärgerte den Betreiber des Kinos und der Konflikt um die Tarifhoheit im Kino ging vor Gericht. Das Resultat war, die FAU ist laut Gesetz keine richtige Gewerkschaft, den Titel Gewerkschaft darf sie aber weiter tragen. International stieß dieses Urteil auf Kritik. Die Internationale Arbeitsorganisation der UNO, die ILO, forderte 2011 die Bundesregierung dazu auf, der FAU grundlegende Gewerkschaftsrechte zu gewähren. Dies ist bislang nicht passiert. Doch die FAU agiert entgegen des Tarifvertragsgesetzes als volle Gewerkschaft. Kurz nach dem Berliner Urteil handelte sie etwa ihren ersten Tarifvertrag aus. Heute würde ein Urteil über die soziale Wirkmacht der FAU demnach wohl anders ausfallen, da sie nun einen Haustarifvertrag vorzeigen kann. Das macht dann auch den Charakter der FAU aus. Handeln, wo es brennt und nötig ist, und das mit allen verfügbaren Mitteln und entgegen so mancher Normen und Gesetze. Über Branchentarifverträge denkt bei der FAU hingegen niemand nach. Die sind nicht im Aushandlungsinteresse der FAU. Die FAU agiert vor allem auf individueller Ebene. Und das aus einer Notwendigkeit heraus, wie ein FAU-Mitglied aus Halle erklärt. Es ist schon so, dass wir gerne Streiks organisieren würden wollen, dass wir gerne Tarifverträge, aber eher Haustarifverträge als ganze Branchentarifverträge erkämpfen wollen. Zurzeit sind wir aber vor allem dabei, in ultraprekären Beschäftigungsverhältnissen zu organisieren, in solchen, wo viele Leute eben nicht lange in den Job bleiben, wo sie auch wissen, dass sie nicht lange in den Job bleiben werden, es nicht, vielleicht auch gar nicht wollen. Und deswegen bei den Kollegen oft wenig Interesse da ist, sich langfristig zu organisieren, um langfristig was zu verbessern in dem Betrieb durch Tarifverträge eben oder durch Betriebsvereinbarungen. Was wir zurzeit machen ist, ja, wir nennen es ein bisschen, ist es schon Feuerwehrpolitik. Wenn es Probleme gibt in den Job, vor allem wenn Leute rausfliegen, dann gibt es meistens eben zum Beispiel in Minijobs, wo wir viel unterwegs sind, noch was zu holen, weil die Arbeitgeber die Arbeiter um ihre Rechte prellen, um den Lohn prellen, Urlaub nicht gewähren, Lohnverzahlung im Krankheitsfall nicht gewähren. Und da haben wir dann die Möglichkeiten, hinterher noch was rauszuholen und dann zu hoffen, dass die Menschen nach diesem Kampf was gelernt haben, um beim nächsten Mal, im nächsten Job, sich gleich versuchen zu organisieren, gleich was besser zu machen. Also in der Praxis sieht es so aus, dass irgendwann ein FAU-Mitglied vorbeikommt und sagt, es ist jetzt soweit gewissermaßen, ich bin aus dem Job raus, ich wurde gekündigt, ich möchte kündigen. Oder aber ganz mutige auch einfach vor der Kündigung sagen, ich möchte jetzt das Schwung machen, ich möchte jetzt mein Recht und es darauf ankommen lassen, rausgeworfen zu werden. Daraufhin bildet sich dann eine AG, eine Arbeitsgemeinschaft, die diesen Arbeitskampf organisieren soll. Und da ist es dann vor allem erstmal ganz wichtig, was tatsächlich die Interessen des Betroffenen sind. Was möchte er? Welche Forderungen stellt er tatsächlich? Und welche Aktionsformen wünscht er sich? Da wird nicht gesagt, wir sind die FAU, wir machen jetzt das und das und da hast du jetzt Ja und Amen zuzusagen und das holen wir raus und das machen wir nicht. Sondern da wird gemeinschaftlich drüber diskutiert, unter besonderer Berücksichtigung des Betroffenen. Und dann geht's los mit erstmal Informationen über den entsprechenden Betrieb einholen, die entsprechenden Aktionen vorbereiten, die entsprechenden Punkte zusammentragen, bis hin eben zu Kundgebungen, Forderungen, Erfolg.
In der Kurzform ist das Ganze einfach so erklären, wir wollen keine Stellvertreterpolitik. Wir wollen, dass die Betroffenen mit sich einbringen. Wir wollen halt nicht so sagen, okay, die Leute kommen zu uns und sagen, jetzt FO, mal hilf uns mir mal, nee, du musst auch mitmachen. Und damit aus diesem Mitmachen zum selber helfen, dann nehmen die halt viel doch was mit für ihre nächsten Betriebe. Und wenn einer von uns getroffen ist, dann reagieren alle drauf. Also es wird keiner im Stich gelassen. Das ist ein bisschen, was sich halt zu den bestehenden Gewerkschaften unterscheidet, wo es dann teilweise wirklich nach einem Kosten-Nutzen-Prinzip gibt. Und bei uns geht es gar nicht so, wie viel kostet uns das, sondern können wir da was machen? Das ist ein Wesepunkt. Können wir was machen? Und wir machen das in der Regel und es geht gar nicht mehr um die Kosten. Das ist ein Wesenunterschied für den DGB-Gewerkschaft. Und was man auf lokaler Ebene machen kann, das zeigen die Erfolge, die die FAU-Sektion Halle bereits in einzelnen Arbeitskämpfen vorzuweisen hat. So unterstützte die Gewerkschaft ein Mitglied im Kampf um eine zurückgehaltene Lohnzahlung in einer Bowlingbar. Erfolgreich. Im vergangenen Jahr führte die FAU Halle einen Arbeitskampf gegen das Callcenter S-Direkt, das viele Minijobber anstellt. Ebenfalls wegen zurückgehaltener Lohnzahlung, ebenfalls erfolgreich. Und auch gegen den ehemaligen Pizzalieferanten Joyce führte die FAU in Halle einen Arbeitskampf, der regional viel Beachtung fand. Das FAU-Syndikat in Halle ist aber nicht nur in Halle selbst aktiv. Der letzte Fall, mit dem wir zu tun hatten, war aus der Gastrobranche. Eine Minijobberin in Leipzig in einem China-Restaurant, die dort von einem Tag auf den anderen gekündigt wurde. Rechtswidrig, aber scheinbar so üblich dort im Betrieb. Urlaub hat es nie gegeben, Lohnverzahlung im Krankheitsfall hat es nie gegeben. Und unsere Maßnahmen, die wir dann treffen, ist als erstes die Berechnung der Ansprüche und dann das Einfordern der Ansprüche als Gewerkschaft. Und wir hoffen, dass der Arbeitgeber natürlich gleich bezahlt, was er im seltensten Fall tut. In diesem Fall wurden wir von der Anwältin auf die lange Bank geschoben. Unser erster Schritt war danach, an die Öffentlichkeit zu gehen mit einer Pressemitteilung. Später mussten wir noch eine Kundgebung vor dem Restaurant organisieren. Die haben die Gäste informiert. Einige haben dann auch gleich umgedreht und waren so solidarisch. Andere haben die Flyer mit reingenommen und das Personal informiert und den Chef gefragt, was denn da draußen läuft. Und so kann auch Druck aufgebaut werden, wenn man nicht mehr im Betrieb ist und wenn man ja schon rausgeflogen ist. Letztlich hat die Betroffene dann noch 2,5 Monatslöhne rausschlagen können und den bezahlten Urlaub. Die Mittel, die die FAU im Arbeitskampf wählt, sind dabei andere als die der Großgewerkschaften. Da es in den betroffenen Betrieben oft an Organisierungsgrad für große Streiks fehlt, übt die FAU über andere Wege Druck auf die Betriebe aus. Sie nennt es direkte Aktionen. Ein beliebtes Mittel ist, die Öffentlichkeit durch Flyer und Ansprachen einzuspannen und damit von außen Druck auf den sogenannten Arbeitgeber auszuüben. In Kombination mit anderen Aktionen von innen soll so eine Druckspirale entstehen, aus der der Betrieb nicht mehr herauskommt. Doch dieses Mittel hat seine Grenzen. Ja, die Öffentlichkeit funktioniert nicht immer. Gerade bei größeren Ketten ist denen das ziemlich schnell egal. Dann gibt es noch die Möglichkeiten, mit Kunden in Kontakt zu kommen, beziehungsweise mit Zuliefererbetrieben und versuchen, über diese Wege zu machen. Allerdings sind diese Möglichkeiten wirklich schnell erschöpft, wenn es um einen stärkeren Arbeitgeber sich handelt. Und dann muss man einfach sagen, im Nachhinein kann man nicht sehr viel Druck ausüben, sondern nur im Betrieb durch Aktionen im Betrieb, durch Streikaktionen, durch Bummelstreikaktionen, durch Sabotageaktionen möglicherweise. Das sind alles Möglichkeiten, um den Arbeitgeber unter Druck zu setzen, um ihn dazu zu bringen, das zu tun, was wir wollen. Aber von draußen ist es schwerer. Wenn das alles nichts mehr bringt, dann wählen wir zurzeit den Weg, dass wir das vom Arbeitsgericht einklagen. Das machen wir relativ ungerne, weil wir es eigentlich lieber selber machen würden. Aber wenn es nichts nützt, dann bringt es uns auch nichts. Einfach dann sagen, na, dann war es halt, gehen wir alle nach Hause. Dann wählen wir den Weg der Klage. Aber das versuchen wir in so vielen Fällen wie möglich zu vermeiden und das nur als letztes Mittel anzuwenden. Die Unterstützung konkreter Arbeitskämpfe ist nur ein Feld, auf dem die FAU aktiv ist. Manche FAU-Syndikate bieten Sozialberatung an, laden zu Vortragsreihen und unterstützen verschiedene politische Proteste, die über die Sphäre der Lohnarbeit hinausgehen. In der Sphäre der Arbeit selbst strebt die FAU außerdem die Gründung von Betriebsgruppen an, die dann selbst aktiv werden sollen. Momentan in der FAU ist es das fokussierte Ziel, Betriebsgruppen aufzubauen. Das heißt, im Betrieb mit Kollegen eine Gruppe aufzubauen, die halt dann auch im Optimalfall so in einem großen Gewerkschaftsanteil hat, dass sie halt von uns FAU unterstützt wird. Und diese Betriebsgruppe, gab es einen Fall jetzt auch in Berlin letztes, von 2 Jahren ist schon wieder her, diese Betriebsgruppe hat sich gebildet, hatten dann 100% Organisierungsgrad im Betrieb, alle waren FAU-Mitglied und diese Betriebsgruppe hat dann irgendwann hingetreten zum Chef und hat einen Tarifvertrag vorgelegt. Mit einer starken Lohnsteigerung und mit dem Rechtsanspruch oder mit den Bedingungen, dass die Betriebsgruppe Rechte zugestanden kriegt wie im Betriebsrat. Dieser Tarifvertrag wurde dann vom Chef unterschrieben. Und das ist so das Ziel, was wir halt erreichen wollen. Betriebsgruppe tritt dann in Kontakt
Kontakt mit der Chefetage, mit der FAU in den Hintergrund. Wenn die Chefetage nicht will, können wir als Gewerkschaft von draußen noch Druck ausüben und die Kollegen von drin. Das wird das optimale Ziel, was man der FAU halt anstrebt. Ist teilweise sehr schwer, gerade wenn wir gerade über diesen Minijob-Bereich reden, wo halt sehr starke Fluktuation ist, wo sehr prekär ist, ist äußerst schwer, das zu organisieren. Wir schaffen es aber doch tendenziell, würde ich sagen, Leute zu organisieren, da wir doch jetzt diese Problematik immer mehr ansprechen und immer mehr Leute aufmerksam werden. Viel Beachtung fand in den letzten Monaten auch der von der FAU Berlin unterstützte Arbeitskampf der Berliner Fahrradkuriere. Der Kampf richtet sich gegen die Arbeitsbedingungen bei den Essenslieferanten Deliveroo und Foodora. Shame on you! Deliveroo! Shame on you! Deliveroo! Die beiden Lieferunternehmen stellen weder Fahrräder bereit, noch erstatten sie ihren Fahrradkurieren die Ersatzteile. Die Verträge, die Fahrradkuriere erhalten, stehen ebenfalls in der Kritik. Auf mehreren Aktionen und Demonstrationen durch Berlin trugen Fahrradkuriere ihre Kritik und ihre Forderungen auf die Straße und vor die Zentralen der Unternehmen. Mit einem ersten Erfolg zwischen der FAU Berlin und Foodora gibt es erste Verhandlungen. Deliveroo sperrt sich noch. Der Protest der Fahrradkuriere zeigt auch die Stärke der FAU auf. Sie kann Beschäftigte in Bereichen mobilisieren, die von starker Fluktuation und Anonymität geprägt sind. Die FAU setzt dabei auch auf die Zusammenarbeit mit anderen Gewerkschaften oder Organisationen, wie den international agierenden Roblys. International vernetzen und lokal agieren und sich organisieren. Das ist das Prinzip der Freien Arbeiter- und Arbeiterinnenunion. Und darauf setzt die FAU bereits seit 40 Jahren. Wer das Syndikat in Halle besuchen will, um selbst gewerkschaftlich aktiv zu werden, der oder die kann zu den regelmäßigen Treffen der FAU kommen. Die finden im VL statt, in dem selbstverwalteten Haus in der Ludwigstraße 37 in Halle. Wir haben eine regelmäßige Vollversammlung des Syndikats, die ist am ersten Sonntag des Monats hier im Infoladen im VL von 15 bis ca. 18 Uhr. Dann gibt es noch für Leute, die akute Probleme haben, die gewerkschaftliche Sprechstunde und Beratung, die am ersten Mittwoch des Monats ist. Und wer uns mal ganz locker und frei kennenlernen möchte, ohne ein bestimmtes Anliegen, der kann am dritten Mittwoch des Monats ins VL zum offenen FAU-Tresen kommen. Und dort kann man dann die Anarcho-Syndikalisten der FAU selbst kennenlernen. Die Freie Arbeiter- und Arbeiterinnenunion stellt eine wichtige Alternative zu den großen Gewerkschaften dar, die viel zu oft auf Kompromisse und Verträge mit Arbeitgebern setzen, die nicht mehr im Interesse der Beschäftigten sind. Die FAU setzt bei den Arbeitern und Arbeiterinnen und ihren Interessen selbst an und versucht so lange Druck auszuüben und die Arbeiter und Arbeiterinnen zu mobilisieren, bis die Forderungen angenommen wurden. Das funktioniert auf der Ebene von einzelnen Arbeitskämpfen gut und die Gewerkschaft wird stärker. In den letzten Jahren hat die Aufmerksamkeit für die FAU und ihr Einfluss auf die Sphäre der Lohnarbeit zugenommen, wie auch ihre Mitgliederzahl. Wünschen wir der FAU, dass dies so weitergeht. In diesem Sinne, alles Gute zu 40 Jahren anarcho-syndikalistischen Arbeitskampf. FAU, die Arme, die Gewerkschaft, die